Oh, kein Kikeriki, los. Wow, okay, da kamen wir doch noch. Hallo Leute, eigentlich wollte ich mit dem Kikeriki starten, aber ich dachte, der kommt eher. Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley im Multiplayer mit Sugi. Hallo. Und Badrak. Hallo. Hallo. Klingt so ein bisschen wie Bernd das Brot. Wir machen Kaffee auf unserer Mega-Farm. Und bald machen wir Mega-Kaffee. Wir haben sehr viel zu ernten, denn es gibt Kaffee. Suki, willst du Kaffee? Hab ich schon, danke. Okay, Kaffee findet sich auch vor meinem Haus. Da werde ich auch den restlichen Kaffee reinmachen. Ja, naja, ein paar Kaffee solltet ihr vielleicht auch bei euch lagern. Aber ja, Leute, guck mal, hier ist eine vom Blitz getroffen worden. Die hat der Blitz beim Wachsen erwischt oder so. Wir haben große Felder, wir wollen unsere Katze streicheln. Wir wollen Badraks Job bei den Tieren klauen. Nein, ich brauche die Erfahrungspunkte. Okay, dann nicht. Dann hole ich nur das. Dann hole ich. Ruhig. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Nö. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Selber schuld. Hol dir deine eigenen Erfahrungspunkte. Pah. So. Ich werde das eine Schattenei in, na? In den Inkubator? In den Inkubator tun, genau. Wir haben, glaube ich, genug Futter für die Tiere, um uns das leisten zu können. Nicht Schattenei essen, in den Inkubator tun. Wo ist das Kaninchen? Mal warten, bis sie sich bewegen. Hast du nicht die UI-Info-Mod? Ja, aber dann blinkt das auch nur ab und zu mal auf. Ja. Ich verkaufe übrigens die 4 silbernen Duck Feathers. Okay. Wir haben immer noch welche da. Du könntest die ja auch einfach Elliot ins Gesicht drücken. Wem? Elliot. Ach, Elliot. Nö. Ich habe Alice verstanden. Ich dachte, wer ist Alice? Who the fuck is Alice? Wem? Mhm. Who the fuck is Elliot? Wir brauchen echt Pferde. Robin baut sich hier nun Galgen. Nicht sich. So. Ich habe schon Kaffee neu angesetzt. Ich habe eine frische Kaffeebohnenlieferung. Sehr gut. So, jetzt werde ich mal die Fishing Pots holen gehen. Die Crab Pots. Genau die. So, Hälfte da rein. Bisschen Kaffee noch mitnehmen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Hardwood holen. Baumfarm. Genau, danke. Baumfarm. Aber wo? Baumfarm, wo? Da kann man ein Haus hinbauen noch von irgendjemandem. Hast du einen Geist umgebracht? Ja. No. 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 Ich finde die sehr, sehr niedlich, die Geister, wenn die so klingen. Oh. Fox? Ja. Hast du die Map nochmal neu gestartet oder irgendwas? Hast du die vielleicht an dem Tag gesetzt, wo das bei mir abgestürzt richtig. Ist? Richtig. Tja, ich hab dir gesagt, behalte noch den Item-Spawner. Die können wir neu bauen. Kupfer ist jetzt auch nicht so viel. Und Holz kriegen wir auch ran. Locker. Eben. Du kannst ruhig ein paar mehr Bäume pflanzen direkt schon. Ja, mache ich also auch. Nur die für die Tepper. Ja, werde ich machen. Aber ich werde halt ein paar nur für die Tepper bauen, die halt direkt abgegrenzt sind. Wo dann halt Wege dazwischen sind. Aber wenn wir jetzt so viel Platz haben, werde ich die auch richtig schön machen.
da oben kommen meine Obstbäume dann hin, die Obstplantage. Deswegen kommt... Oh, Honig ist ready. Hier kommt meine Baumplantage hin für die... So. Wir machen das jetzt sehr platzverschwendend. Einfach weil wir den Platz haben. Immer mit zwei dazwischen. Breite Wege. So. Nicht drauf gehen, Suki. Es waren nur drei Drachen. Alles gut. Achso, warte mal. So, und jetzt. Was hast du gesagt? Drei Drachen? Ja. Meinst du die Serpents? Suki hat neue Nummer als Hobby. Drachen. Du gönnst sie ja richtig. Ja. Achso. Da unten können wir eh keinen mehr hinmachen. Ah. Nee, können wir nicht. Okay. So müsste ich das da oben höher setzen können. Das geht nicht. So, was zur Hölle? So, jetzt. Ganz links packen wir die hin, die wir am wenigsten brauchen. Pine Tar. Achso, oben machen wir noch eine Ebene mehr, einfach weil es dann cooler aussieht. So, dann kommen als nächstes Acorn. Für Oak Resin. Und hier kommen die für Maple Syrup hin. Einfach weil es cool ist und dann. So. Jetzt haben wir je nach Seltenheitsstufe immer eins mehr. Und da kann ich die nämlich nicht hinsetzen und dann. Ja. So. Düm, 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 düm. Für das wäre es egal, da könnte man theoretisch eins mehr machen und da dann eins, aber das ist egal. Das passt schon. So, und jetzt gehe ich unten einfach mal Bäume pflanzen. So, ich habe neuen Kaffee eingesetzt. So, kann man hier hinten? Ja, kann man. Warum ist denn das eine ungültige Position? Ne, aber die nicht, na klar. Ach, Spiel. Mehr Kupfer. Oh, da kann ich ja da hochklettern. Glitchy, glitchy, glitch. Glitchy, glitchy, glitch. Du brauchst mehr Kupfer. Mhm. Bau dir welches. Transmutier dir doch welches. Ich werde noch mehr Steindinger bauen. Ich werde unsere Baum... Wir haben kein Holz mehr. Ja, das glaube ich dir. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Das glaube ich dir auch. Aufs Wort. Ich werde hier oben die Baumfarm auch sehr straightforward gerade machen, sodass die Bäume auch auf jeden Fall immer wachsen können.
Ach so, verdammt. Das passt ja hier dann nicht. Na, das ist ja jetzt doof. Leute, ihr seht den spannendsten Teil in Stardew Valley. Das dumme Planen von Dingen. Duftbox, du kannst wieder Crabpots einsammeln. Das ist aber toll, dass ich Crabpots einsammeln darf. So. Jetzt gucken wir mal, kann ich da... Ja, tatsächlich. Okay, wie auch immer ich den da unten jetzt hinpflanzen konnte. So, und es ist 21.30 Uhr. Ich gehe gleich mal in mein Bettchen. Nachdem ich hier noch die paar Bäume gepflanzt habe. Mach das. Morgen mache ich weiter. Und Suki, war der Tag eine Mine. Super. In welcher Mine warst du? In der Wüste. Ah. Treibst du den Fahrstuhl runter? Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, ob es für uns den Fahrstuhl auch mit runter treibt jetzt oder nicht. Nein. Nein. Ah, langweilig. Ich meine, gut, wenn du das ganze gute Zeugs mitbringst, ist das auch in Ordnung. Ja. Was denn? Ich habe halt die beste Ausrüstung überhaupt, um das zu tun. Ich kann dir mein Schwert geben. Das wäre super. Was hast du für ein Schwert? Ich habe das Galaxy Sword. Das wäre schon mal praktisch. Ja. Ja, eben. Wenn wir irgendwie 40.000 Geld übrig hatten, können wir das auch holen. Dann haben wir nicht so viel Geld übrig. Ja, wolltest du nicht Schweine kaufen, Murphy? Lass uns erstmal Pferde kaufen. Das stimmt. So. Duki, das ist das erste Pferd nehmen, glaube ich, oder? Ja. Fox, willst du das zweite Pferd haben? Moment, wenn Suki das Pferd nimmt, aber nicht mit dem Pferd unterwegs, weil sie in die Wüste fährt, solltest du erstmal das Pferd nehmen, Murphy. Stimmt. Willst du das zweite Pferd haben, Fox? Ist mir egal, kannst du bei mir hinsetzen, weil ihr könnt euch eures ja teilen. Irgendwas ist mit dem Pferd nicht ganz gut. Warum siehst du das auch, was ich sehe? Ja. Das Pferd steht im Galgen. Das Pferd steht im Galgen. Moment. Wie nenne ich das Pferd? Ich nenne es. Das ist ein Gehpferd. Bei mir sieht das aus wie ein normales, wie ein normaler, Pferdestall. Hattehü. Na. Ja. So kreativ, Schatz. So ist er. Ja. Fox, möchtest du das nächste Pferd haben? Ja. Weil ihr könnt euch heute Hühe auch teilen. Mit ihm teilen, das ist keine gute Idee. Steht er wieder im Pferd. Oder ich teilen kann. Das probieren wir nicht aus. So meinte ich das nicht mit dem Teilen. Ich dachte ja. Es gibt ziemlich witzige Bugs, wenn man versucht, gleichzeitig auf ein Pferd aufzusteigen. Das stimmt. Noch mehr Baumsämereien. Und noch ein paar Batterien, die noch nicht ganz fertig sind. Die immer noch nicht fertig sind? Nö, ich verstehe es auch nicht ganz. Eigentlich hätten die gestern alle fertig werden müssen. So. Ich habe übrigens sehr viele Böden schon gekauft, tatsächlich. Habt ihr euch aus Versehen bei Robin neulich gekauft? Legst du dein Schwert irgendwo ab? Achso, ja, hier in der Kiste. Oh, ja. Was okay. Welche Stärke hat deine Spitzhacke? Ich hab sie auf Steel. Okay, kriegst auch meine Goldspitzhacke mit dazu. Leg dafür deine rein. Ja, dann krieg ich ja meine Stahlspitzhacke zurück. Nein. Oh. Kauf dir eine. Danke. Bitteschön. Ich hab dir eine gekauft. Tja, das ist jetzt meine. Oh. Nimm dir jetzt. Oh, da steht mein Name noch im Schaf drauf. Nimm dir jetzt Sukis Spitzhacke. Tja, seelengebunden, ne? So.
Ich mache jetzt erstmal unsere Baumfarm weiter. Ich warte, bis Pam aus dem Puschen kommt. Also ewig. Ja. So, Fox, wo möchtest du dein Feld genau hinhaben? Ich lauf mal schnell dahin. Das ist 4x2, ne? Ja, ich weiß schon. Ich möchte mein Pferd. Ich könnte es direkt über dem Briefkasten an den Hausrand gebaut haben. Echt? Ja. Dann dahin. Das ist perfekt. Da durchlaufen will ich eh nicht. Ist doch ziemlich gut da. Weggeräumt und du kommst gut ran. Ja, das steht nicht im Weg, ja. Oh, ich habe heute sehr gutes Glück. Ich auch. Siehst du, ich wollte mal gucken. Ich habe doch, glaube ich... Du müsstest deine Dings behalten haben, ja. Ich hab die Secret Note für den Glücksdings auch schon. Ich wusste nur nicht, dass es die ist. Den Glücksscharm. Aber hast du sie schon? Hast du den Charm schon geholt? Den Charm habe ich noch nicht geholt. Solltest du machen. Ja, Hasenfoten haben wir ja. Erstmal bis dahin, dann haben wir da so eine kleine Baumfarm. Morgen ist der Kaffee schon wieder reif, das ist ziemlich gut. Ja, der ist alle 2 Tage reif, das ist... Das ist kaffeetastisch, ist das. Wir hätten nicht so viel mit den Megabomben rumspielen sollen, Murphy. Warum? Weil die jetzt im Weg sind, die aufgegrabenen Sachen hier, um Wege dahin zu pflanzen. Etwas, ja. Da muss ich die ständig wegmachen. Aber dafür war es wenigstens lustig. Und das Huhn habe ich, glaube ich, auch noch nicht gestreichelt, oder? Doch, habe ich schon. Gott, ich muss Wege in die Farm reinbauen. Das geht gar nicht. Ins Tiergehege. Wenn man gar nichts sieht, ist blöd, ne? Ist halt echt nichts. Nicht das da, das da und das da und das da. Okay, eigentlich ist der Gold Rabbit Foot fast schon zu gut, um mir den Glücksscham dafür zu holen, aber naja. Ja, aber Glück ist immer gut. So, und jetzt kann ich theoretisch überall hier einen Weg hinbauen. Und gleich ist meine Baumfarm. Weil dann können die Bäume immer auswachsen, wenn immer ein Weg dazwischen ist. Das ist nämlich das Problem, wenn man einfach überall Baumsaaten hinschmeißt, dann wächst die Hälfte nicht aus und dann muss man immer die halb ausgewachsenen Bäume weghacken, um zu den ausgewachsenen hinzukommen. So, das ist blöd. So. Da wollte ich eigentlich gerade keinen hinpflanzen, ist nicht so schlimm. 117 Kaffee haben wir jetzt schon? Ja, hab ich eine Tasche. Läuft. Ich meine, Kaffee zu verkaufen ist auch immer noch gut, weil es den Preis verdoppelt. Ich hab mal die Hälfte von meinem Kaffee hier in die Kiste geschmissen. Ja, das ist sehr nett von dir. Den Rest mache ich in die Kiste bei unserem Haus. Wenn ich dran denke. Ich will jetzt erstmal da draußen keine Bäume hinpflanzen, sondern alle da drin erstmal haben. Deswegen werde ich den und den wieder rausnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwei fehlen mir, da ist nicht so schlimm. So, und die Bäume können jetzt einfach wie wild wachsen oder auch nicht. Und dann brauchen wir hier insgesamt 3, 6, 9, 18, 20, 21
21 Tepper. Das wird sehr teuer. Ich weiß übrigens, warum habe ich denn die ganzen Sachen noch nicht... Oh mein Gott. Fox, ich habe übrigens rausgefunden, im anderen Spielstand, wo die Sache hinter dem Community Center ist. Das ist gut. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich die ganzen Rezepte nicht bekommen habe, weil ich mir mein Level einfach so hochgesetzt habe. Stimmt. Weshalb ich das gleich nochmal ein bisschen ändern muss. Aber vorher hole ich mir mal Kaffee. Bohnen und die. Außerdem bringt mir das jetzt eh gerade nichts, weil ich ja die Secret Note nicht habe. Ich habe noch nicht mal die. Ja! Ich habe den goldenen Louis gekriegt! Ja! Ich kann ihn wieder bei Foxes Haus stellen! Ist in Ordnung. So Leute, ihr seht gleich wieder live, wie ich cheate und den goldenen Louis wegnehme. Nein, das nicht. Der ist ja lustig, aber ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das darüber machen kann. Da unten. Ich weiß auch, warum du es nicht gefunden hast, Fox. Warum nicht? Weil du dafür eine Spitzhacke brauchst. Ich muss es aushaken. Okay. Das, weißt du, was ein Problem ist? Ich habe die Magnifying Glasses gar nicht. Ich konnte mir die nicht. Gehst du erst im Frühling wieder, wa? Im Winter. Wahrscheinlich, ja. Aber es lohnt sich wirklich, das zu holen. Ja, natürlich. Ich habe es ja schon. Mit meinem anderen Spielstand. So, ich habe nochmal zwei. Ich stelle den goldenen Louis dahin, wo er hingehört. Nämlich genau dahin. Da und nun. Stell ich mir da. Ja, da kommt der goldene Louis hin. Da und nirgendwo anders. So, Kaffee ist schon wieder fett. Ich glaube, wir brauchen bald eine Kiste hier oben einfach extra für Kaffee. Wir können einfach eine Kiste machen für Zeug, was da reinkommt. Ja. Aber apropos Kiste, ich reite mal nach unten. Ich reiße los nicht mehr. Also Holz hole ich kein Holz mehr. Wir haben noch 112 Holz gehabt irgendwie. Ja. Das werden wir in der nächsten Folge dann gleich machen. Ja, heute nicht okay drücken. Ich leg mich schlafen. Bitte nicht auf okay drücken, Marvin. Genau. Es ist warm. Ich möchte gerne eine Kellerwohnung. Und geht ihr schlafen? Ich lieg schon im Bett. Ich fahre nach Hause. Ich dachte, du bist zu Hause. Witzig. Ja. So, ich kam auch schon mal das Bett an. So. Ja, ich laufe über die Riesenfarm. 2-3 Tage noch, dann hast du auch ein Pferd. Ja. Auch wenn ich da und mein Pferd irgendwie blöd platziert habe. Weil ich der Meinung war, dass wir das Silo verschieben können, aber momentan ist in der Mod das noch nicht möglich, Sachen zu verschieben. Genau, also wenn ihr das weg haben wollt, hätte ich das im Singleplayer machen müssen. Aber wer setzt die auch direkt daneben hin? Naja, wenn wir das Silo ein bisschen weiter schieben, dann passt noch genau ein zweites Pferd dahin. Ja, warum hast du überhaupt das Silo dahingestellt? Das sah cool aus da. Na dann lass es da. Ja, aber dann passt das Pferd nicht mehr daneben. Suki hat mal wieder Unkraut mitgebracht. 9. Ich hab auf okay gedrückt! Suki, hast du nicht auf OK gedrückt? Ja. Suki hat nicht auf OK gedrückt. Das ist super. Wenigstens eine Person, die hier ordentlich mitdenkt. Nachdem ich extra dafür ursprünglich Martin eingeladen hatte, damit ich nicht mitdenken muss, hat Marfi sich gesagt, jetzt wo Suki da ist, muss er es auch nicht mehr machen. Tja, und damit würde ich sagen, war es das auch für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.